Hallo und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers. Dabei sind Lukas und Yankee. Hallo, ihr zwei. Ja, hallo. Ja, das hat tatsächlich funktioniert. Das ist ja mal ein geiler Trick. Funktioniert das mit T auch? Ich habe nämlich sonst immer, also bevor ich ein Schiff klicken musste, habe ich mir immer T festgeklemmt. T? Ja, weil das die Aufsammeltaste ist. Ach so. Lukas, was... Das weiß ich nicht. Ich habe ein ungutes Gefühl. Was denn? Ja, der Lukas, der... Oh. Du kannst übrigens, wenn du es geschickt machst, Lukas, mehrere Platten gleichzeitig, ne? Ich weiß. Wenn man's so, ihr könnt dem macht, Lukas ja. Mal eben zugucken. Ich hole mir in der Zeit was Neues zu trinken. Lukas, wenn du jetzt zurückfliegst, tötest du mich. Also bitte nicht machen. Danke. Ja, soll ich hier zustehen? Ihr unterhaltet bleiben? Die Zuschauer, ne? Nein, ich bin weit genug weg. Ja, ja, eben. Ja, eben. Und vertragt euch! Ich glaube, er ist weg. Ich glaube, wir können jetzt irgendeinen Unsinn machen. Bis einer weint. Das merkt er dann nämlich erst, wenn er sich irgendwann die Videos irgendwann anguckt. Ja, stimmt. Wenn er sie sich anguckt. Oder die Kommentare liest, wie er es ja immer macht. Ja. Dann wundert er sich. Willst du auch was zu trinken? Ich hab hier eigentlich, aber danke. Gerda, ich möchte was zu trinken. Sag Gerda, ja, da kam der ganze... Aber du sollst dem Luke, bring dem Lukas mal was mit. Ich finde das auch mit dem Fenster. Aber du wohnst ja leider direkt an der Hauptstraße, wo die ganze Zeit die LKWs vorbeirattern. Du machst auf Kippe zumindest. Da kommt der Schall nicht so gut. Nee, jetzt ist ja vielleicht langsam mal Feierabend. In LKW fahren. Ja. Ja, jetzt fehlt irgendwie so ein bisschen der Unterhalter, ne? Ja. Gerda ist eigentlich der, der immer so ein bisschen Bullshit labert. Ich könnte ihn ja mal schweißen. Ja? Wie ihn schweißen? Naja, er steht hier so schön rum und ich bin im... Oh, er rennt weg. Ich glaube, er ist wieder da. Hast also, du dir so vorgestellt? Sein. Er ist wieder da. Bibi, Gerda. Ich bin wieder hier. Stimmt. Das können wir uns merken fürs nächste Mal, wenn er mal wieder weggeht. Dann können wir ihn einmauern. Ja. Frechheit. Oh, fällt halt rum. Prinzessin. Ja, der kommt ja wieder raus. Ja, ist nicht so schlimm. Prinzessin. Ja, Lukas, der hat bestimmt auch immer seine Mitschüler gemobbt. Mhm. Nein, ich wurde gemobbt. Deshalb lasse ich es jetzt hier im Internet raus. Mhm. Ich weiß nicht, irgendwie so durch gewisse Leute vom Minecraft-Server bin ich unfreundlicher geworden. Wie, erzähl mal. Die sind schuld. Hä? Warum? Bitter heißt das. Nein, keine Ahnung. Da ist halt auch so der allgemeine Umgang auf sich gegenseitig die ganze Zeit zu beleidigen und was weiß ich. Ja, ist ja jetzt nicht so lustig, ne? Nee, manchmal wird's zu viel, ja, das stimmt. Nee, das ist auch nicht eigentlich das, wofür unser Minecraft-Server eigentlich immer stand. Eigentlich nicht, nein. Ne? Es war auch mit Grund, weshalb ich längere Zeit nicht mehr dort war. Ja, aber du bist doch Mod, wird da mal aufgeräumt hier. Halt die Fresse, ihr Pissblagen. Und sowas in die Richtung. Ja. Hör mal, wenn ihr nicht aufhört, so scheiße miteinander zu reden, ja? Dann könnt ihr Pissblagen echt mal sehen, was als nächstes passiert. Da denke ich mir irgendeine Scheiße für euch aus, ihr Pisser. Genau, so in der Art. Ich glaube, ich sollte Yankee als Mod einstellen. Ja, das wäre auch ein schönes Projekt für ihn. Er ist ja Linux, Babe. Linux Babe? Was? Das ist ein Linux Babe. Offensichtlich etwas, was du gerade erfunden hast. Er ist Firn da drin. Firn. Firn. Ja, ist genau verkehrt rum. Sehr gut, Gerda. Toll, Gerda. Du bist scheiße. Also,
Halt die Fresse. Also das hier... Nein, Lukas, ja, das ist schon falsch. Nicht hier, du bist scheiße. Entschuldigung, das ist falsch. Nee, ich mag sowas danach. Mann. Nein, was ich sagen wollte, ist halt, ich glaube schon, dass wir ja auch einen gewissen Anspruch haben, da anders zu sein als andere Kiddy blablabla Mumumu-Server. Und, Mumu-Server, das ist mir klar, dass du darauf wieder einsteigst. Das ist genau dein Niveau, ne? Und, ja. Ich bin ein... Ja? Das sag ich jetzt nicht. Notgeil? Nein. Sonst wird von euch eine Zustimmung kommen, wenn ich sage, ich bin ein dummer Hammel oder sowas. Finde ich nicht. Ich finde, du bist sehr intelligent. Das merkt man an der Art, wie du sprichst. Und, meistens zumindest. Eben waren dann so ein paar Ausnahmen durchaus vorhanden, ja. Danke so. Für das Kompliment. Ja, sehr gerne, lieber Lukas. Hattest du denn einen schönen Tag heute? Ja, ich hatte einen sehr schönen Tag heute. Ich bin viel mit dem Fahrrad gefahren. Was für ein Train? Ich hab... Was war das jetzt? Was war das? Ein LKW, der durchs Haus gekracht ist. Oder der Lieferando-Bote. Nee, eigentlich war es nur ein ganz normales Auto. Ich hätte doch gesagt, dass das Fenster aufgibt, wenn man du Horst. Ja, ja, aber es ist schon wirklich echt scheiß heiß hier geworden. So, jetzt mache ich das auf Kippe und dann gucken wir mal, ob dir das dann mehr zusagt. Mhm. Hast du gehört gerade? Es ist scheiß heiß geworden. Scheiß heiß. So, kleines Fenster, oh, diese Fenster, die einmal eins Seite, einmal eins, einmal zwei Seite, Fenster. Du musst aber vor. Bei den Fenstern, achso, du machst die Glasscheiben, okay. Ich versuche das jetzt selber zu lernen, lieber Lukas. Aber lieb, dass du mir helfen möchtest. Ich wollte dir nur einen Tipp geben. Ja, lass es. es okay. Nützt eh nix. Das nächste Mal vielleicht. Ja, ich zieh das jetzt durch. Brauchst gar nicht lachen. Ja, ja. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Da macht's halt selbst so. Was ist denn das jetzt? Das ist genau falsch, ne? Ja, es ist natürlich vollkommen falsch. Es passt vorne und hinten das nicht. Das macht nichts gerade. Alter! Fehler sind menschlich. Ja, das kann jedem mal passieren. Einmal. Hast du wenigstens einen Beweis, dass du ein Mensch bist? Geht's dir gut, Gerda? Mhm, alles gut. Das ist schön. Das freut mich. Tut's nicht, Arschloch. So. Was ist eigentlich los hier? Was ist das für ein Niveau? Du hast angefangen. Die anderen haben angefangen. Der Lehrer, Lehrer, ich weiß was. Also, so müsste es richtig sein, aber... Ja, so ist es zwar richtig, aber... Ah, doch, 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 doch. Ich glaube doch. Ich habe das noch nie gemacht, liebe Zuschauer da draußen an den Empfangsgeräten. Deswegen entschuldigt bitte, wenn das jetzt gerade ein bisschen unprofessionell aussieht. So, wenn ich jetzt nämlich... Wenn du jetzt nämlich... ...das so hier hinmache... ...ist das auch nicht so, wie ich es haben will. Nicht drauf eingehen, Yankee. Ich glaube, er denkt nur nach. Ja, ich denke gerade laut nach. Das sind so die... ...garerolischen Selbstgespräche. Da kann man quasi... direkt in die Funktionsweise der garderolischen Gedanken reingucken. Ja, das macht Angst, ne? Das wird mir auch Angst machen. So rum muss es nicht. Das muss, wenn, dann irgendwie andersrum. So? Nee, das ist Quatsch, ne? Ist aber Quatsch. Mhm. Das hat unser Lehrer immer gesagt.
Also jetzt nicht bei mir, nicht Quatsch. Ich meine so eigentlich. So ist es richtig. Ja. So könnte man das machen. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber wenn ich jetzt den... Jetzt müsste ich quasi... Jetzt müsste ich quasi dann hier... Wenn wir das so ein bisschen abdecken wollen hier. Ich meine, das würde der Lukas wieder wegmachen wollen, aber ich wollte es einfach mal zeigen, machen. So. Ich finde sehr schön, was du baust gerade. Du hast noch gar nicht geguckt, du. Doch. Hast du wirklich schon geguckt? Ja. So. Warum lachst du dabei? Ich glaube das gerade nicht. Also sieht auf jeden Fall von dieser Seite sieht schon mal geil aus. Finde ich. Ah, jetzt check ich's. Mit diesem neuen... Lukas, guck jetzt mal bitte wirklich. Ja, ich habe mal geguckt. Nein. Ich möchte es noch kurz ausreden, bitte. Darf ich das? Bitte. Darf ich bitte ausreden? Ja. Okay. Mit diesem neuen Toolbar-Update, ja. Da kann man jetzt die... Schweißgeräte zum Beispiel. Also die kann man da jetzt dauerhaft an- und ausschalten. Also man muss sie nicht mehr festmachen. Ach echt? Also und? Genauso wie, ja, wie mit der Trick... Mit der Trick vom Yankee. Was für ein Deutsch. Ja. Und das schweißt sogar weiter, wenn man nicht im Schiff sitzt. Was unvorteilhaft... Ah ne, es geht aus. Okay. Gut. Also es geht aus, sobald es fertig ist. Was soll ich mir denn anschauen? Das hast du schön gebaut gerade. Ach Lukas, halt doch einfach. Warum beleidigst du mich jetzt? Jetzt sag doch mal deine ehrliche Meinung! Ja, ist doch gut. Deine ehrliche Meinung ist, ist es scheiße. Nur so als kleine Hilfe. Du solltest es vielleicht... Ich weiß nicht, ob du es verstehst, aber du solltest vielleicht zu mir hier... Was? Das ist mir nur so rausgerutscht. Was soll ich mir hier machen? Beide seien gleich, ne? Ja, ja, komm. Mach ich beide seien gleich. Ja, ja. Symmetrisch. Ja, alles nochmal abreißen hier. Ja, komm her. Ich flex dich weg. Ich glaube, je länger, also es wird nicht besser, je länger wir aufnehmen. Naja, ich finde es gerade durchaus witziger als am Anfang. Jetzt muss der Yankee auch noch aufdrehen. Nee, lieber nicht. Nicht? Hast du Angst? Das erinnert mich an Matheunterricht. Was? Natürlich! Ja. Also, Mathe ist ja grundsätzlich so, dass man einfach keinen Bock hat. Vor allem, Mathe war bei uns immer so praktisch, dass wir erst das in den letzten beiden Stunden hatten, eine Doppelstunde. Und da ist ja die Konzentration meist relativ weit unten. Ach Quatsch. Und dann... Nein. Also ich habe immer aufgepasst, aufmerksam. Oho, das freut mich aber. Und ja, dann neigt man halt gelegentlich dazu, Dinge zu tun, die man vielleicht in der Schule im Unterricht nicht tun sollte. Also normal ist es übrigens zu deiner Information nicht, dass man das eh doof findet und desinteressiert ist und... Genau, liebe Kinder. Nein, also der nein. Lukas ist kein Vorbild für euch. Ihr hört immer schön zu, was der Lehrer sagt. So. Genau. Und macht eure Hausaufgaben. Nicht so wie der Lukas, der macht nämlich nie Hausaufgaben. Stimmt sogar, ne? Ja. Was? Du machst wirklich nie Hausaufgaben. Naja. Das Wort nie ist nur fast richtig. Lukas, so als Anmerkung, ich weiß nicht, ob wir die Wände da so hoch machen sollten und nicht hier vielleicht kommt ein Tor rein.
Ein großes. Also ich finde, wenn ihr fertig seid mit dem Ding ausladen, dann könnt ihr das auch abstellen, dass es alles hinten rauswirft, ja? Nein, nein. Aber das ist mir auch schon total oft passiert. The server host has left the game. Ja, gerade. Ja. Du hast das Spiel verlassen. Ja, hör mal auf damit. Musst du ja mal neu connecten. Nimmst du eigentlich noch auf? Ja. Aber wir haben auch nicht getestet, ob die Aufnahme funktioniert, ne? Only friends can join this game, sagt er jetzt. Ja. Also bei mir ist es abgestürzt. Hast du uns rausgeworfen? Ich kann nicht mehr joinen, weil er sagt, only friends can join this game. Ja. Was ist? Rausgeworfen. Nein. Wieso sollte ich? Ich kann nicht mehr joinen. Ja, keine Ahnung. Warum nicht? Ja, weil only friends can join this game. Ja, du bist doch Friend von mir. Bei mir heißt ja, das weiß aber das Spiel scheinbar noch nicht. Bei mir heißt der Server benutzt eine andere Spielversion. Hä? Alter. Okay, da müssen wir... Aber schon mal. Ich glaube, da muss man mal neu starten. Dann müssen wir diese Folge mal eben vorzeitig beenden. Wir danken euch jedenfalls fürs Zuschauen und... Genau, danke. Und ja, ich starte mal das Spiel neu in Hoffnung, dass noch alles da ist. Und sage bis zum nächsten Mal. Mach's gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.